So, Hallöchen, willkommen zurück bei Hyperlight Drifter. So, in der letzten Folge haben wir den Frosch, oder besser gesagt Krötenboss, platt gemacht und ja, das Ding hier aktiviert. Und jetzt schauen wir mal weiter, was uns hier noch so erwartet. Ich gehe einfach mal hier schön lang, da ist doch noch was, oder? Oder kommen wir von hier? Ach nee. Ich weiß schon genau, was es hier gibt. Eine neue Knarre gibt's hier. Back. Equip Guns in the Inventory. Okay, dann schaue ich mir mal. Da, die haben wir jetzt bekommen. Hm, können wir die mal equippen? Ich probiere die einfach mal aus. Das ist die normale, oder? Nee, das ist unser Sniper-Gewehr. Und dann können wir die... Was ist das jetzt? Okay, das ist eine Art... Eine Art Schrotgewehr. Können wir ja mal ausprobieren, wie die so drauf ist. Aber erstmal verlassen wir wieder diese unheilige Stätte hier und gehen wieder zurück nach draußen. Aha, und hier, ich wollte gerade sagen, Entschuldigung, ich wollte hier noch nach dem letzten Teil auf der Karte suchen, aber das ist direkt hier. Das können wir auch dann direkt wieder mitnehmen. Das kommt nämlich dann dahin. Wir hatten ja schon 4 Teile gesammelt. Aber eins, was quasi optional war, deswegen haben wir jetzt hier noch ein 5. gekriegt. Und es müsste auch noch 3 weitere geben, aber ich bin fast der Meinung, dass wir dazu auch noch wieder weitere Schlüssel benötigen. Und ja, ich bin fast sicher, dass wir da noch nicht genug für haben. Wo gehe ich jetzt eigentlich hin? Ich weiß es gar nicht. Wir sind ja eigentlich theoretisch fertig mit der Welt hier. Ich würde mich allerdings gerne doch noch mal ein bisschen umgucken, weil wir hatten noch diese eine Stelle, wo ich das Doppeldrifting für brauchte. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Guck mal, hier ist noch was. Ich weiß nicht, ob wir da schon waren. Nee, hier ist zum Beispiel noch so ein Türmchen. Wobei ich immer noch nicht weiß, was die eigentlich bringen. Aber wie gesagt, das werde ich... Ich weiß nicht, ob wir das noch jemals herausfinden werden. Aber hier waren wir doch schon. Da kann ich mich eigentlich dran erinnern. Da waren wir drin. Ja. Hier neben. Hier ist auch nichts mehr. Also... Bevor ich hier jetzt lange und ziemlich tatlos herumlaufe, würde ich sagen, wir gucken uns erstmal die anderen Gebiete an. Sonst wird's ja auch ein bisschen zu langweilig. Ist hier noch was? Hier sieht's noch so aus. Ah, ich habe keinen Schuss mehr, das ist natürlich dumm. Hm, wo kriege ich denn jetzt eine Aufladung her für meine Knarre? Ich gehe nochmal kurz hier rein, guck mal, dass wir die Knarre aufladen. Und guck mal, was da noch... Guck mal, da ist auch noch so eine Kiste, die wir noch nicht haben. Ich weiß nicht, wie man da rankommt. Ich gehe nochmal kurz hier runter. Hol uns nochmal ein bisschen Aufladung. Und dann schauen wir mal, was da unten noch war. Ah, guck mal hier, da ist auch noch eine Kiste. Aber wie komme ich denn da hin? Da ging es nicht lang. Hm. Da ist auch noch eine Kiste. War ich denn hier noch gar nicht? Ich müsste doch hier eigentlich schon gewesen sein, oder? Ich muss natürlich erstmal wieder reinkommen. In das ganze Gekämpfe hier. Aber noch sieht es ganz gut aus. So. Jetzt haben wir wieder Aufladung für unsere Kisten. Aber, ach, Kisten. Ich meine Schüsse. Aber, ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob wir hier schon mal drin waren. Weil wir hier noch so viele Teile haben.
die ich noch gar nicht aufgesammelt habe. Medikits werden ja immer resettet. Und hier sieht mir nach einem Schalter aus. Mit einer Plattform. Jetzt können wir hier weiterfahren. Aha. Also ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass wir hier schon mal gewesen sind. Ah, natürlich direkt rein. Mist. Das ist ja jetzt irgendwie komisch. So. Können wir hier lang? Und uns das Ding holen? Geht's da denn noch weiter? Da scheint's mir nicht... Da ist eine Schlüsseltür, sehe ich. Da ist tatsächlich eine Schlüsseltür. Aber... Wie komme ich denn da hin? Das ist ja jetzt etwas merkwürdig, würde ich fast sagen. Wie kommen die denn jetzt hier wieder hin? Ich bin etwas überrascht, dass die jetzt wieder da sind. Na gut, dann schauen wir uns mal weiter um. Ah, hier müssten wir doch gewesen sein, oder? Hier ist auch noch so ein Ding. Guck mal, da kommt auch noch was angefahren. Aha. Das ist ja alles sehr merkwürdig hier. Na toll. Aua. Mist. So. Ja, wie komme ich jetzt? Ach, guck mal, jetzt sind wir hier unten. Aber wie komme ich denn jetzt zurück? Da wollte ich gar nicht hin. So. Alles klar. Und zwar waren wir hier. Das ist da, wo wir am Anfang von oben runter gucken konnten. Aber da drüben scheint ja auch noch was zu sein. Oder ist das einfach hier? Das scheint einfach von hier zu sein. Aber hier waren wir doch schon. Na, kommst du wohl her? Hier waren wir schon. Da bin ich mir fast sicher. Alles klar, ich glaube, dann gibt's ja auch nichts mehr weiter. Weil ich bin mir eigentlich sicher, dass wir da schon waren, wie gesagt. Und, ja, jetzt haben wir die Kisten hier geholt. Wie man da oben hinkommt, also hier. Das, ist mir immer noch ein Rätsel. Aber naja. Okay, das war dumm. So, wir hauen mal wieder ab. Ich wollte ja eigentlich auch nur ein bisschen Aufladung für die Waffe kriegen, damit wir unten mal schauen können, was da so los ist. So, wo war denn das jetzt? Ich bin gerade leicht verwirrt. Hier war das. Genau. Ah, genau hier. Hier war das doch, wo wir...
wo ich eigentlich mal hin wollte. Wenn ich nicht zu dumm wäre, da drüber zu kommen. Na komm. Mist. Wieso ist er so langsam? Ich verstehe es nicht. Ich komme da nicht rüber. Er ist zu langsam. Da verhammel ich mich immer. Nee. Keine Chance. Auch mit dem Doppeldrift komme ich da einfach nicht rüber. Nee. Und jetzt habe ich schon wieder kein Leben mehr. Ich bin echt verwirrt, wie man da rüberkommen soll. Ich kann zwar dieses Doppeln machen, aber... So wirklich schneller geht das damit auch nicht. Naja. Gehen wir erstmal zurück. Ich werde bestimmt später nochmal drauf zurückkommen. Also, ich lasse das nicht auf mir sitzen, aber trotzdem ärgert es mich ein wenig. Ich habe mir extra dieses Upgrade gekauft, dafür, dass wir darüber kommen. Und dann wird das auch nichts damit. Irgendwie... Guck mal, hier können wir uns ja wieder aufladen. Habe ich ja ganz vergessen. Ich könnte es nochmal probieren jetzt, aber... Irgendwie ist es... Nee. Ich komme einfach so nicht rüber. Ich komme so einfach nicht rüber. Nee, er ist zu langsam. Er ist einfach zu langsam. Irgendwas ist da nicht so ganz... Gut, vielleicht brauchen wir noch irgendwas dafür. Aber ich bin echt... Ich gebe auch jetzt nicht auf oder so, ne? Nee, ich muss das jetzt schaffen. Aber trotzdem, das ärgert mich jetzt. Und da habe ich schon den ersten verloren. Tja, irgendwie... Guck mal, da fällt er einfach runter. Ich kann dann auch nicht mehr driften oder so. Nee, ab da ist Schluss. Da verpeile ich es dann total. Also ich glaube, ich muss das erstmal lassen. Vielleicht muss ich mir auch mal angucken, wie das geht oder so. Irgendwas scheint mir dann noch zu fehlen oder ich mache irgendwas falsch oder so. Keine Ahnung. Wir reisen erstmal zurück, würde ich sagen. So. Gibt's eigentlich was Neues im Haus? Da bin ich jetzt nicht. Sieht nicht so aus. Hier können wir hier jetzt was machen. Das war da der Lichtschalter. Die Computer hier können wir immer noch nicht bedienen. Warum auch immer. Ach, wer sitzt denn da? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Hallo. Aber wir können nichts mit dem machen. Ich kann nicht mit ihm reden. Mit unserem Freund. Das ist immer noch das. Schön. Aber ich meine. Wir haben, glaube ich, genug Dingens
Bummens da, um uns ein neues Upgrade zu kaufen. Was gibt's denn hier so? Ich schaue mir mal an, was die hier so haben. Schwertmeister. Zum Schwertmeister bitte. Huch, habe ich jetzt schon was? Ich habe schon was gekauft. Nein! Ich habe aus Versehen... Habe ich jetzt was... Ich habe es aus Versehen gekauft. Nein! Ich habe jetzt aus Versehen eine Attacke gekauft, weil ich zu lange Y gedrückt gehalten habe. Wie doof ist das denn? Heute geht irgendwie alles schief. Hm. Jetzt haben wir hier so einen Roundhouse-Move, habe ich jetzt gekauft. Na toll. Hm. Ich kann dir jetzt noch nicht mal zeigen. Naja. Das war's denn wohl mit dem Einkaufen. Scheiße, ey, das ist mir jetzt richtig peinlich irgendwie. Da hält man aus Versehen zu lange Y gedrückt. Und... Was ist das denn hier eigentlich? Jetzt erscheinen hier... seltsame Zahlen auf dem Boden. Huch. Wie funktioniert das hier? Ah, jetzt kann ich es mal zeigen hier. Den Move habe ich jetzt gerade aus Versehen gekauft. Es wird nicht das Schlechteste sein, aber... Guck mal, hier ist auch noch was versteckt. Wie funktioniert das hier mit den Zahlen unten? Ich bin nicht ganz sicher. Ich muss irgendwie driften dafür. Hm. Hm. Tja. Keine Ahnung. Spiel ist relativ seltsam. Gibt es hier noch das hier? Hm, das wäre, glaube ich, auch relativ nützlich gewesen hier. So ein Schild gegen Geschosse. Aber naja, was passiert ist, ist passiert. Ich kann es jetzt nicht mehr ändern. Ich würde schon gerne wissen, wie das hier geht. Da bin ich ja ganz ehrlich. Das hat irgendwas mit dem Drifting zu tun, was ich hier mache. Huch, was war das denn? Wo bin ich denn jetzt gegengekommen? Alter. Ah, Moment, ich glaube... Ich glaube, ich muss immer in verschiedene Richtungen, glaube ich, oder? Alter, was ist das denn? Moment, ich krieg's raus. Aua. Man kann es tatsächlich verschnellern, den Drift. Alter. Das ist ja geil. Irgendwie schön.
Ich muss das hier gerade nochmal ein bisschen, tut mir leid, aber ich muss das hier gerade mal ein bisschen ausprobieren. Alter! Es ist ganz schön schwer, das hinzukriegen. Man muss im richtigen Moment A drücken, glaube ich. Ah, ist ganz schön schwer. Ich krieg's echt nicht immer hin. Und auch nicht so weit. Mist. Ja. Neuer Rekord. Huch. Ich glaube, so kann man dann tatsächlich auch mit genügend Übung über diese eine Stelle, wo ich gerade versagt habe, könnte man tatsächlich mit diesem Movement rüber. Aber ich glaube, es ist echt schwer, das Timing hinzubekommen, muss ich echt nur sagen. Das ist nicht so spannend. Okay, ich merke auch. Ja, okay, ich glaube, es reicht so langsam, ne? Ich habe schon wieder viel zu viel Zeit hier verschwendet. Und das wirkt sich natürlich auch auf die Länge der Folge aus. Guck mal hier. Ich kann es überall machen. Aber es ist tatsächlich sehr, sehr schwer. Ich krieg's auch nicht immer hin. Okay, Leute, ich würde sagen, ich würde jetzt mal vorschlagen, dass ich mal, so leid es mir tut, den Part hier beende. Und dann gucken wir beim nächsten Mal nochmal, dass ich mit dieser Taktik hier über diese Stelle von gerade drüber komme. Dann schauen wir nochmal. Wir werden direkt dort starten und ich werde direkt versuchen, dort drüber zu kommen. Weil das juckt mich jetzt tatsächlich unter den Fingern, das nochmal zu versuchen mit dieser Taktik. Und danach, verspreche ich, gehen wir ins neue Gebiet. So machen wir es. Also dann, bis zur nächsten Folge. Ciao.